Sommer, Sonne, Olympische Spiele im Kleinen zumindest, denn auf der Sport- und Freizeitanlage des Sport- und Kulturzentrums Pankow, kurz Spock, treffen sich auch dieses Jahr wieder 8 Kitas, um hier um den heiß begehrten Wanderpokal zu kämpfen, Medaillen zu ergattern und Spaß zu haben. Also erstmal muss ich sagen, ich finde die Organisation hier super, ist alles von Anfang bis Ende total gut durchdacht. Die Stationen sind sehr schön, machen den Kindern viel Spaß. Wir haben viel in der Kita geübt und einfach mal schön, wenn man hier mal seine Leistung zeigen kann und die Kinder am Ende auch mit einer Medaille und Urkunde immer belohnt werden. Egal, ob sie jetzt den Pokal gewinnen oder nicht. Jeder hat hier einen Preis. Trotz des heißen Wetters wird sich aufgewärmt und dann geht es auch schon los. Egal ob Sackhüpfen, Balancetraining, Weitwurf oder Staffelläufe, die Kinder werden voll und ganz gefordert und geben trotzdem alle eine ganz tolle Figur ab, eine tolle Leistung, so wie es sich für olympische Sportler gehört. Also erst einmal muss ich sagen, bin ich jetzt ein paar Mal schon hier gewesen mit ganz verschiedenen Kindern und ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass es für die Kinder Bewegung, gerade Bewegung ist in der heutigen Zeit ganz wichtig für unsere Kinder. Und die Organisation, wie meine Kollegin schon sagt, die Organisation ist ganz toll ist und die Kinder auch unheimlich viel Spaß haben. Natürlich den Pokal gewinnen wollen, aber den kann nicht jeder gewinnen. Und wir haben unsere Kinder darauf auch vorbereitet. Es kann auch sein, dass wir den Pokal nicht mit nach Hause nehmen. Aber eine Medaille und eine Urkunde und darauf freuen sie sich natürlich genauso gut. Wer Sport treibt, muss sich auch mal ausruhen. Zwischendurch ist im Schatten genügend Zeit für eine Verschnaufpause. Beim finalen gemeinsamen Staffellauf geht es dann nochmal ab in die Sonne. Kopf an Kopf wird am Sieg gearbeitet. Die Kinder geben alles für das große Ziel. In der Kita-Olympiade finde ich toll, dass wir einen Pokal gewinnen können. Am Ende zahlen sich die Mühen aus. Bei der Verleihung der Medaillen sind alle super glücklich. Die Kita Sonnenblume darf sich besonders freuen bei der Kita-Olympiade vom Spock. Sie belegen den ersten Platz und halten somit den Wanderpokal.